Verehrte liebe Frau Rau, liebe Mitglieder des Abgeordnetenhauses, ich habe auch ein, zwei Bundestagsabgeordnete hier gesehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im neuen Projektzentrum der Stiftung Mercator hier in Berlin. Ich spreche das selber das erste Mal aus und möchte diesen Augenblick genießen. Ich freue mich sehr, dass das die erste Veranstaltung ist, die wir diesem neuen Projektzentrum tatsächlich heute durchführen können. Als Volker Hassemann uns vor einem halben Jahr gefragt hat, ob wir das heute hier machen können, haben wir das sehr gerne angenommen, auch wenn es ein Wagnis in mehrfacher Hinsicht war. Wir hatten gerade den Ausbau unserer Essener Zentrale hinter sich. Jeder, der weiß, was es heißt, einen großen Altbau umzubauen, weiß, was das bedeutet, haben diesen Termin angenommen. Ich will nicht verhehlen, dass wir parallel in der Akademie den großen Saal gebucht haben, weil ich nicht sicher war, ob wir es schaffen würden mit dem Umbau. Die Planungen hatten gerade erst begonnen. Und ich will auch nicht verhehlen, dass meine Kolleginnen gestern die Farben und die Pinsel weggeräumt haben und heute Morgen die letzten Aufräumarbeiten gemacht wurden. Aber ich glaube, wir sind da. Ich bin froh, dass Sie alle hier sind und ich freue mich sehr. Ich freue mich aus vier Gründen besonders heute. Es ist ein Tag, an dem wir uns als Stiftung Mercator aus vier Gründen besonders freuen, Sie heute hier willkommen zu heißen. Der erste Grund hat mit dem Motto, das Frau Lorenz gerade genannt hat, der Berliner Stiftungswoche dieses Jahr zu tun. Stiftungskooperation. Wir bei Mercator glauben an die Kraft von Kooperation. Und ich glaube, dass noch viel mehr darin steckt, als wir es bisher im Sektor nutzen und möchte Sie alle ermutigen, in der nächsten Woche darüber nachzudenken, wie wir noch besser, noch mehr erreichen können, gemeinsam durch Kooperation. Der zweite Grund ist, weil hier ein Ort entsteht, der relativ genau das macht, was Kooperation ausmacht. Hier wollen wir mit unseren Freunden und Partnern zusammenarbeiten in einer Art kreativer Arbeitsgemeinschaft. 80 Kolleginnen und Kollegen aus Partnerprojekten werden einziehen, nur drei von der Stiftung. Und wir wollen gemeinsam für unsere Ziele werben und einstehen, jetzt auch hier in Berlin. Drittens freue ich mich, dass Sie gekommen sind, weil es, wie Frau Rau gerade sagte, die Vielfalt des Stiftungssektors widerspiegelt. Wir haben ganz unterschiedliche Stiftungen hier. Und wir beobachten bei Mercator sehr genau, dass sich in den letzten drei Jahren insbesondere in unseren Themenfeldern Integration, Klimawandel, kultureller Bildung sehr viel bereits getan hat. Aber Sie werden mir alle zustimmen, wenn wir noch viel mehr erreichen können und wenn es noch viel zu tun gibt. Ich möchte Sie alle ermutigen, in dieser Berliner Stiftungswoche auch darüber nachzudenken, was Stiftungen, so wie wir, ich sehe viele Hamburger Stiftungen, andere Stiftungen aus allen Teilen des Landes, hier in Berlin gemeinsam erreichen können, wenn wir politische Kommunikation stärker und bewusster einsetzen, den Diskurs suchen und uns hier auch präsentieren und auseinandersetzen. Es gibt aber auch einen vierten Grund zur Freude. Ich freue mich, einen Freund begrüßen zu können. Ich freue mich, Hal Harvey begrüßen zu können, der wie kaum ein anderer für das Thema Stiftungskooperation und strategische Philanthropie steht. He will be our keynote speaker in this afternoon and I warmly welcome you in this house. Hal has both served in foundations and in public policy. He was on energy panels appointed both by the President Bush and Clinton. He has published widely on energy and climate change topics. He founded and led the Energy Foundation, a partner of Stiftung Mercator, for more than 11 years, an initiative of six large private US foundations. He then served for 8 years as the Environment Program Officer or Director at Hewlett Foundation before he founded what is today probably the world's largest cooperation network in the field of foundations, Climate Works, which he leads as CEO. I believe that Climate Works is really a best practice case where we can learn a lot from. When we initiated with eight other foundations together the Sachverständigenrat Deutscher Stiftung, I see a lot of our partners around here, we carefully looked at this case, on the success story, how foundations can work together and what they can reach together. Hal, please share your wisdom with us. Tell us how you made it to get this two $500 million grants, but tell us all the story in the next 20, 25 minutes. Thank you very much. The floor is yours.